Am Schach kann man unglaubliche Abenteuer erleben. Man begibt sich auf einen Ozean von unvorstellbaren Möglichkeiten. Man kann das Feld her seine eigenen Figuren anführen. Und je nachdem, wie gut man es macht, hat man Erfolg. Oder im ungünstigen Fall ist man selbst verantwortlich für die Fehler, die man gemacht hat. Die Münchner Schachstiftung ist eine Institution, mit der wir versuchen, eben Schach in die Gesellschaft zu bringen, weil wir davon überzeugt sind, dass Schach sich sehr positiv, gerade im Kinderbereich, auf die Entwicklung auswirkt. Ein besonderer Vorzug von Schach ist natürlich, dass man, wenn man nicht so gut drauf ist, wenn man Probleme hat, dass man in eine völlig andere Welt eintauchen kann und dass man hier alle Probleme hinter sich lässt und eine Zeit lang eben in diesen Ozean von Abenteuern auf den 64 Feldern eintaucht. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier etwas von unserer Arbeit an der Grundschule am Bauhausplatz zeigen können, weil gerade mit der dortigen Rektorin Frau Fellner verbindet uns eine lange Geschichte. Sie hatte davor über viele Jahre hinweg die Leitung an der Grundschule in der Paulkestraße und das war unser allererstes Projekt mit der Schachstiftung. In sozialen Brennpunkten sind es die Kinder, die Unterstützung brauchen. Die werden oft von zu Hause kaum gefördert, weil es sind sehr viele Kinder mit Migrationsanteil, wo die Eltern teilweise schon aus sprachlichen Gründen gar nicht so genau mitbekommen, was in der Schule wirklich passiert. Und gerade da ist es ganz besonders wichtig anzusetzen, damit diese Kinder eine faire Bildungschance bekommen. Weltweit inzwischen gibt es an die 50 Studien, die alle klar belegen, wie sehr die Schulkinder vom guten Schachtraining profitieren. Was können die Kinder mitnehmen? Für mich ist wichtig, dass sie lernen, sich besser zu konzentrieren. Wo die Kinder lernen, diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn sie in Zukunft Aufgabe bekommen, dass sie dann nicht sofort handeln, sondern dass sie erst überlegen und dann machen. Bei diesem Turnier befinden wir uns in den Räumen der Münchner Pfennigparade. Und hier ist natürlich das Ziel, über die allgemeinen Vorzüge des Schachs hinaus, Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Ein Mädchen habe ich heute gesehen im Rollstuhl mit Atemgerät, die so schwer behindert ist. Und die hat sich so gefreut, dass sie mal einen Erfolg erzielt hat in einem Spiel. Denn es ist halt sehr, sehr schwierig, mit einer ganz schweren Behinderung Erfolge zu erzielen. Unser primäres Ziel ist zum einen, die Senioren geistig fit zu halten, ihnen neue Anregungen zu bieten und Gehirnjogging, Demenzprophylaxe ihnen zu ermöglichen über das Medium des Schachs. Und zum zweiten natürlich, dass sie hier mit gleichgesinnten Spielpartnern neue Freundschaften und Kontakte knüpfen können. Wir bekommen ganz viele Rückmeldungen, dass viele sich total freuen auf diese 2 Stunden wöchentliches Trainings. Und es ist so richtig so ein bisschen wie ein neuer Lebensmittelpunkt für sie geworden ist. Wir haben sehr viel ehrenamtliche Mitarbeiter, aber haben eben auch einen Kern an festen Mitarbeitern, die volle Arbeit leisten. Ich denke, es gibt keine Sportart, dass er Menschen so verbinden kann als Schach.